Achtung, Rutschgefahr. Ja, selber schuld. Du hast geile Vorwürfe. Gib doch einfach mal zu, dass du vielleicht einfach rumvögeln willst oder etwas mit anderen Männern zu tun haben möchtest. Oder und richtiges Drama. Nicht doch ausreden, Mann. All das und noch viel mehr gibt es in der 5. Folge von Prominent getrennt. Woo! Ja, Leute, die letzte Folge endlich mit dem großen Streit zwischen Doreen und Lena, die sich dann nach der Nominierungsphase richtig angezickt haben, weil die eine sie verraten hat und die andere sie verraten hat. Genau da steigen wir wieder ein, nachdem Doreen gedroppt hat, dass Lena in der allerersten Gege Gigi und Michelle raushaben wollte. Jetzt gerade habe ich keine Gründe. Vielleicht würde ich jetzt sagen, die, die am engsten zusammen sind, haben den meisten Zusammenhalt gerade und könnten gefährlich werden. Und deswegen wollte Lena damals dann Gigi und Michelle nominieren, hat sie aber auch nicht gemacht. Jetzt hat sie es auch kommuniziert. Es gab ja auch nie einen Grund, sie zu nominieren, wirklich für sie, weil sie ja alle nett fand. Aber Gigi nimmt das nicht ganz so gelassen auf. Es ist ein bisschen komisch, uns dann als Nominierungsgrund zu geben, weil ihr eng seid. Naja, aber wenn du keinen kennst, irgendwen musst du ja auch nehmen, ne? Aber wie wir schon bei Serkan wissen, ist Gigi dann gar nicht mal so unnachtragend? Deswegen könnte das vielleicht noch Probleme geben. Eine große Abschiedsfeier von Jenny und Alex steht natürlich auch noch an, weil die jetzt da ausziehen müssen. Und einige Kandidaten sind da schon ein bisschen sad. Mega traurig, weil genau Jenny und Alex, die Harmoniebedürftigsten in der Villa, gehen. Und alle so, nein! Und wir Zuschauer so, okay, tschüss, weil ihr habt nicht so viel Spannendes gemacht. Allerdings bleiben natürlich dann auch andere Leute, ne? Boah, scheiße, jetzt bleiben Doreen und Patrick doch noch hier. Und so ist es immer gerade rausgewotet und dann so, ach nee, doch nicht. Na toll, na toll. Jetzt nicht so sexy. Aber Leute, da erstmal natürlich Schwamm drüber. Es wird dann schlafen gegangen. Morgen ist ja auch noch ein Tag oder wie man halt so sagt. Also heute ist irgendwie nochmal ein ganz anderer Morgen als gestern Morgen. Ganz genau. Und da denkt sich Doreen auch so, Leute, ich will eigentlich gar keinen Streit. Ich mag euch total. Können wir das nicht so lassen? Leute, können wir da einfach so weitermachen heute und das vergessen? Ja, ja, klar, können wir machen. Ich liebe es, wenn man sich entschuldigt, so, alle wollten mich raushaben. Ey, Leute, lasst doch einfach mal generell einen Schwamm drüber machen, ne? Also, so schlimm sind die Streitereien ja gar nicht, ne? Hat irgendwie mal so einen komischen Beigeschmack, wenn man einen Schwamm drüber sagen will, wenn man halt auf der Verliererseite steht, so ein bisschen. Mal ist für mich durch, sie kann hier bleiben, sie soll auch ein gutes Gefühl hier haben. Ich hab euch super beide gern, super, super nach wie vor. Und auch, wirklich, es ist keine Schauspielerei hier, ehrlich. Doreen und ja, wir mögen dich auch mega, mega gerne. Denkste. Also Lena denkt sich natürlich so, ja komm, wir müssen die jetzt nicht abfacken. So ist sie halt. Allerdings werden sie wohl nicht mehr die allerbesten Freunde. Muss man ja nicht werden, weil man kann sich in dieser Sendung auch in Spiele-Challenges safen. Und da rennen die dann direkt schon wieder alle hin. Nein, nein, bitte kein Vollgas. Okay, Vollgas. Jetzt benötigt die aufgeblasene Prominenz eine Extraportion Vehemenz. Also die Kostüme waren astrein. Und immer wenn Kandidaten solche Kostüme tragen, wissen wir, das wird irgendwas Körperliches, wo man die ganze Zeit auf die Fresse fliegt. Ich liebe es jetzt schon. Haltet in einem Turnier gegeneinander an. Eure Aufgabe ist es, die Würfel so umzudrehen, dass eure eigenen Gesichter nach vorne zeigen. Das Ex-Paar, das am Ende des Spiels am häufigsten zu sehen ist, ist eine Runde weiter. Und darf dann im großen Finale gegen das andere Ex-Paar antreten, wo es dann um das Safety-Ticket geht. Und jetzt müssen sie natürlich mal zeigen, was sie können. Allerdings klingt das jetzt auch schon viel zu einfach, ne? Ja, selber schuld. Du hast es jetzt nicht gesehen, dass das Witching ist, ne? Aber man legt sich trotzdem hart auf die Fresse und ist noch aneinander gebunden. Und da fragt man sich, was die schlimmere Strafe, an einen Ex-Partner gebunden zu sein oder sich auf die Fresse dauernd legen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kommt aufs Paar an. Kannst du der schnellste Mensch auf der Welt sein? Du kommst da nicht hoch, weil es zu rutschig ist. Aber immerhin hat Cecilia lange Arme und kann die ganze Zeit darin rumdrehen. Sie schafft es noch nicht so ganz, dass ihr Bild vorne ist, aber immerhin dreht sie schon mal, ne? Ja, es war jetzt nicht ganz so spektakulär zu sehen, weil man eigentlich nur gesehen hat, wie sie dauernd auf die Fresse gelegt haben und sagte, haha, wie witzig. Aber das war's dann auch. Oh, ich hab mir weh getan. Du machst mir, du tust mir weh. Ich hab doch gar nichts gemacht, Cecilia. Und ich liebe da auch in die Gespräche. Oh, ich bin hingefallen. Ich tu mir weh. Du tust mir weh. Alles tut mir weh. Unsere Beziehung damals. Und dann packt Cecilia alles aus und Markus nur wieder so. Hä? Was ist denn wieder los? Was redest du da? Aber schlussendlich gibt es dann trotzdem noch einen Sieger, obwohl so viele Tränen verdrückt wurden. Markus und Cecilia sind fürs Lutschfinale qualifiziert. Richtig gut. Und die anderen Kandidaten in der Villa wissen schon, oh, wir drei müssen wahrscheinlich auch nachher gegeneinander antreten. Das sind unsere Konkurrenten. Die Challenge ist unter uns drei. Dann will ich, dass du die zwei zerstörst. Hast du mich verstanden?
Michelle, ich bin nachtragend. Du musst sie vernichten. Okay, JD? Übertreib halt mal auch komplett. Ich meine, das ist immerhin noch eine Spiele-Challenge, ne? Eine Unterhaltungssendung. Aber nein, Gingy ist nachtragend und jetzt gekämpft. Einander gefesselt in einem Becken von Vaseline. Da merkt man auch bei den Pärchen, die vielleicht das sexuell schon einiges ausprobiert haben, die haben da einen ganz einen kleinen Vorteil. Da hat er sowas von recht. Weil wir wissen, alle Paare, die sexuell ein bisschen fortgeschritten sind, machen etwas aneinander gekettet mit Vaseline auf dem Boden und rutschen da mal ein bisschen kräftig rum. Und was richtig traurig ist, mit dieser Aussage hat er irgendwie recht. Und tatsächlich haben sie dann gekämpft. Könnte meinen, als Lena und Robin und Michelle und Gigi die ganze Zeit sich gegenseitig einfach fertig gemacht haben, dass dann einfach natürlich Sarah und der Typ von Sarah, Dominik, ha, ich weiß den Namen, oh mein Gott, die gewinnen, haben sie aber nicht. Gigi und Michelle haben gewonnen. Kuss und Cecilia gegen Gigi und Michelle. Drei Durchgänge müssen gewonnen werden. Die müssen das dreimal schaffen. Das sah schon beim ersten Mal super anstrengend aus, weil man irgendwann doch keine Kraft mehr hat. Naja gut, dann rein in den Pool und dann legt man los, ne? Markus ist stark, Cecilia ist 5,50 Meter. Und 5,50 Meter, Cecilia muss noch einmal kurz den Arm ausstrecken und zack, dann läuft das wieder. Tatsächlich führen die beiden dann auch noch recht schnell 2-0. Allerdings, als Gideon gemerkt hat, dass er verlieren könnte, kommt dann wieder alles in ihm hoch. Er kämpft sich weiter nach vorn und irgendwann kann irgendwie niemand mehr wirklich. Bitte, ein Spiel konzentrieren. Bitte. Ich kann nicht mehr. Ich muss aber auch direkt mal gestehen, die sind da gerade schon 4 Durchgänge wieder durch. Also steht 2-2, das ist der finale Durchgang und es gibt immer noch keinen Sieger. Und dann kommt Markus, Motivationsrede. Jetzt bitte nicht weinen, hör auf, bitte, komm, steh auf, bist stark, du bist stark. Cecilia, du bist stark, komm, wir schaffen das. Das ist unsere Chance, jetzt komm, bitte. Ja. Komm. Ja, ja, ja. Ich glaube, Cecilia ist irgendwann einfach nur aufgestanden und gesagt, ja, okay, ich kämpfe jetzt einfach nur, damit du aufhörst, mich voll zu quatschen hier. Da habe ich auch gar keinen Bock. Und dann haben sie gekämpft und sie haben gekämpft und das ist das Ergebnis. 1, 2, 3. Nein, wir haben es nicht. Wir haben es nicht. Nein, bitte nicht. Wir Tatsächlich haben dann Gigi und Michelle sie überholt, obwohl sie mit 2-0 gestartet haben. Und Cecilia war richtig frustriert. Die Arme, ich meine, die hat so oft den Challenges alles gegeben und versagt einfach. Und diesmal war der Sieg zum Greifen da. Und das war's dann aber auch. Und dann hat sie halt wieder versagt. Niemals im Leben hätte ich das jemals gedacht, dass wir irgendeine Challenge gewinnen, dass wir hier weit kommen. Mal kurz Real Talk, Michelle. Niemand hätte das gedacht. Also alle Zuschauer haben das gesehen und sich gedacht, die sind einfach nur diese Partieträger und werden nicht rausgewählt, aber die gewinnen doch niemals was. Und die haben bis jetzt am meisten Challenges, glaube ich, gewonnen. Mega. Gigi und Michelle sind die absolute Überraschungsnummer hier im Spiel. Boah. Ganz klar, die beiden räumen das Feld so ein bisschen von hinten auf. Und ich als Sarah finde das mega richtig klasse. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, sie holt schon das Messer raus. Irgendwas muss sie unternehmen. Nachdem sie Gigi heute sehr viel Mühe bei der Challenge gegeben hat. Deswegen habe ich gedacht, heute wird ein bisschen belohnt dafür. Oh Gott, und jetzt sieht man wieder Ex-Paare, die miteinander rumkuscheln und irgendwas. Also das ist ja wieder dieses, Leute, ich wollte diese Sendung gucken, weil ich gedacht habe, geil, Ex-Paare, die sich hassen, müssen dann zusammenarbeiten gegen andere Paare, yes! Und was sieht man dauernd? Irgendwelche weirden Annäherungsversuche, wo man sich denkt, sind die überhaupt getrennt? Gott, nervt mich das. Ich will den Stress in den Paaren selber sehen irgendwie. Also ich weiß nicht, ob ich kotzen soll oder kotzen soll. Ich realisiere gar nicht so, dass wir getrennt sind. Also, es klingt komisch, aber irgendwie ist es für mich so normal gerade. So. Verrückt, wie kann er dieses Gefühl nur haben? Das kann ich mir ja gar nicht erklären. Nach solchen Bildern ist man ja auch gar nicht verwundert. Die knutschen dann auch wirklich noch rum und denkt sich so, Leute, warum das denn? Naja, und dann angespornt von solchen Gedanken, wo man sich denkt, bei denen läuft es doch auch gut. Denkt dann auch Robin wieder über seine Lena nach, weil er will sie ja einfach zurückhaben. Und man darf sich das ganze Geheule wieder anhören. Wir skippen das, weil wir alle wissen, was er erzählt. Aber Markus hört ihm noch oft zu. Es kommt irgendwas Besseres. Auch wenn du dir das jetzt nicht vorstellen kannst, ne? Eines Tages denkst du, wow, war eine geile Zeit, aber jetzt ist was Besseres gekommen. Es braucht seine Zeit. Wenn wir uns einmal kollektiv darauf einigen, dass wir nicht sagen, ey, irgendwann kommt was Besseres, sondern irgendwann kommt was anderes, was mich auch glücklich macht. Es muss nicht immer was Besseres sein, wenn man gerade jemand hinterher traut. Was anderes ist auch schon gut genug. Naja, neuer Tag, neues Glück, das muss man auch wieder so sehen. Die Kandidaten sind ein bisschen ausgepowert, weil es da doch ein bisschen anstrengend war am letzten Tag. Und vor allem Gigi kann nicht mehr. Ich fühle mich als hätte ich eine Nacht mit 8 Männern gehabt. Warum genau weiß er, wie sich eine Nacht mit 8 Männern anfühlt? Und warum spezifiziert er so sehr auf 8 Männer? Genau 8 waren's. Wir hatten gern alles. Ja, morgen, Männer denken ja immer so schwanzgesteuert irgendwie.
Nee. Ja, dann gehe ich jetzt hier auch wieder weg, wenn du keinen Bock hast. Ne, ciao. Wollte er jetzt mit ihr im Bett da rumpimpern, weil die das Zimmer für sich alleine haben? Darauf hätte ich auch gar keinen Bock gehabt. Danke, Maike, dass wir diese Bilder nicht bekommen haben. Eine neue Großgruppen-Challenge wird allerdings dann angekündigt, wo die Kandidaten mal wieder ein bisschen Geld safen können. Und auch Markus ist sehr begeistert irgendwie. Geil. Ihr spielt in zwei Gruppen. Geil. Um den Erhalt eurer Gewinnsumme. Es treten an. In Gruppe 1. Halt mal Maul. Danke, Maike, für diesen Einwurf. Ja, Markus hätte sonst noch 10-mal geil gesagt und das wäre sowas von unwitzig gewesen. Alle haben dann über Maikes Gag gelacht. Außer Markus. Er fühlte sich wieder verletzt. Oh nein. Boah, halt's Maul. Und in der ganzen Runde wieder. Weißt du, das ist doch... so verletzend ist das. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich verdiene was Besseres. Naja, wenn du auch einfach gerade nervst. Mein Gott, Markus, reiß dich halt mal zusammen. So ein Drama ist es jetzt wieder nicht, ne? Was die Kandidaten allerdings machen müssen, ist dann wieder ein bisschen schwindelerregend. Kur, Klettern, Säcke. Okay, das ist ein Geldsäcke. Ja, Geldsäcke. Geldsäcke. Ja, Leute, muss man da groß was erklären, wir kennen den ganzen Bums. Ne? Die müssen da jetzt runterspringen, zack, grabben und dann nicht fallen lassen. Zack, Geld safe, wer es nicht schafft, ist ein Loser und alle hassen ihn. Los geht's! Es hilft ja, wenn jemand anderes mit gutem Beispiel vorangeht. Der Weg führt über den Steg, weiter über die Leiter und dann zack, Richtung Sack. Du schaffst. Zugegebenermaßen, ich hätte da glaube ich schon ein bisschen Schiss gehabt. Einfach in wackeliger Höhe noch irgendwie da immer wild rumzuklettern, das ist ja voll gar nichts für mich. Da war ich schon so wieder... No, also einfach nur rumstehen und heulen, okay, mache ich, aber da rumklettern und irgendwo rüberkriechen, no, 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 no. Da habe ich schon echt Respekt vor, wirklich. Wow, ich habe ganz kurz vergessen, dass sie noch ein bisschen weiter oben sind. Habe wirklich gerade gedacht, Michelle knallt voll auf den Boden und schau mit ihr. Aber nein, zum Glück nicht, also wirklich zum Glück nicht, das sah echt nicht geil aus von der Kameraperspektive. Aber sie hat es geschafft und dann darf Lena ran und Lena hat Schiss. Alles klar da oben? Ja. Denk nicht, spring. Markus weiß, wie man immer richtig supportive ist. Denk nicht, spring einfach. Danke, Markus. Boah, mit deinem Ratschlag kann ich's schaffen. Du weißt, wie man mit Mut zu spricht. Nicht. Es reicht, siehst du's nicht? 3, 2, 1 und schon. Weil man vielleicht den natürlichen Drang hat, nicht irgendwo in die Tiefe zu springen. Das könnte ja sein, Lena. Sie kann es irgendwie nicht, möchte sich aber überwinden und das ist dann wirklich ein Hin und Her. Die Kandidaten wollen sie unterstützen, sie trauen sich nicht, sie wollen sich aber unterstützen, sie will aber kämpfen. Leute, es hat ewig gedauert. 4, 3, 2, 1 Go! Yay! Und Lena hat es tatsächlich geschafft. Es war auch, glaube ich, nur 150 Euro, die sie dann da gegrabt hat. Also auch nicht so viel. Maike durfte dann auch an ihr einfach so, ja, ja, spring einfach, was soll's jetzt? Ja, und dann gucken wir mal. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Die arme Maike. Ja, sie hat den Sack dann halt nicht erreicht. Patrick danach schon. Danach auch, glaube ich, hier Robin hat den Sack erreicht. Dominik hat den Sack auch gekriegt. Das bedeutet, sie haben 2000 Euro verloren, weil den letzten Sack konnte dann niemand mehr kriegen, weil Maike ja ihren verkackt hat. Mann. Für mich war dieser Sprung der erregendste Moment jetzt in den ganzen Tagen. Also da hat sich am meisten bei mir getan, muss ich jetzt ehrlich sagen. Danke für diese Information, Dominik. In letzter Zeit, also alle seine Interviews haben nur so ein Thema, oder? Das ist mir ein bisschen too much, muss ich ehrlich zugeben. Wir wissen jetzt aber, die Kandidaten haben 2000 verloren. Ist eigentlich für die ja voll im Rahmen. Also für die ist es ja quasi nichts, weil die anderen Spiele waren ja viel schlimmer. Wir können jetzt aber ahnen, die nächste Gruppe wird nochmal ein bisschen schwierig, weil Sarah hat ja so richtige Höhenangst, wie wir schon wissen. Ich hasse mein Leben gerade, ey. Das ist doch nicht wahr alles. Ach, Sarah, ist doch nicht so schlimm. Ich meine, bei der Brücken-Challenge meinte sie auch, ja, wenn es fürs Geld ist, würde ich springen. Dann spring mal. 1, 2 und ich springe! Ja! Ich will jetzt ja nichts sagen, aber es sah mehr aus, als ob sie runter gestolpert wäre. Aber gut, schlussendlich hat sie ja den Sack mit den 50 Euro gekriegt. Alles supi. Geht. Das ist ein Glücksgefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Also, das würde ich jedem wünschen, auch der, die Leute, die Angst haben. Die Leute, die Angst haben. Leute, ich empfehle euch, springt einfach irgendwo mal eine Klippe runter. Mit Sicherung natürlich.
Titi hat in dieser Gruppe allerdings auch mal wieder die größte Klappe gehabt und gemeint, oh, die 2000 Euro ganz hinten, die schaffe ich locker, Leute. Ich mach das kein Thema an, fragt Titi. Wir wissen, Titi überschätzt sich manchmal, glaube ich, noch ein bisschen. Und naja, mal gucken, wie das ausgeht. Jetzt go! Er war nicht gut, ey. Es war jetzt nicht so das Beste, was wir je gesehen haben. Okay, es war schlecht. Es war wirklich einfach nicht schön. Er hat sich reingehangen, also das war wirklich ein schöner Sprung. Aber es hatte nicht gereicht und er ist dann natürlich sehr gefrustet, weil jetzt haben sie wegen ihm auch noch 2000 Euro verloren. Gemacht. Es fühlt sich so an, wie wenn jemand sagt, Gigi, jemand anders war besser wie du im Bett. Oh, das will man natürlich nicht hören. Das ist für Gigi jetzt wirklich ein herber Schlag. Wir wissen auch alle, das muss was heißen. Halleluja, nicht gut. Um dann später die Stimme allerdings mal wieder ein bisschen aufzulockern, erzählt Maike ein bisschen aus ihrem Sexleben, beziehungsweise alle wollten mal ein bisschen was erzählen, aber Maike fängt an, weil Markus gerade nicht da ist und es ging um etwas, was man sich hinten reinstecken könnte und der Mann es übernehmen wollte. Sie ist sehr dehnbar. Irgendwann merke ich so, hä, wo hat er denn seine Hand? Der hält ihn doch nicht fest. Dann fühle ich, dann war der komplett in mir verschwunden. Nein, nimm mal weg. Danke für diese Story. Und alle so, krasse Story. Und dann kommt genau Markus. Hey Leute, worüber redet ihr gerade? Unangenehm. Ein Thema. Jeder erzählt eine Geschichte. Was hast du erzählt? Nein, jeder erzählt eine Geschichte. Nicht nur ich habe zwar gerade einen erzählt, aber jeder, verstehst du? Ich will dir nicht sagen, was ich erzählt habe. Und Markus trappt dann natürlich beleidigt ab, weil sich denkt, boah, verarschen muss ich mich jetzt auch nicht. Ich meine, das kann man wieder verstehen. Das ist wieder so ein, er ist nicht gerade leicht, aber das ist auch nicht gerade hilfreich. Und ja, dann müssen sie es wieder klären. Jeder erzählt ja, das war's. Ach so, du bist jeder. Ja, ich weiß. Weißt ja schon mal, du machst ja halt so Spiele. Gleich kommt noch, ja, Maike, ist ein Spiel, du musst jetzt nackt in den Pool springen, du machst halt alles. Ganz schön wieder Vergleich und auch mehr und wieder super vorwurfsvoll. Allerdings, naja, zanken die sich jetzt, weil Maike wieder alles erzählt, was Markus wieder nicht gefällt. Und die sind ja aber getrennt, aber irgendwie streiten sich, das war ein Streitthema, bla 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 bla. Und es wird auch nicht besser. Ja, hat Maike erzählt, wie sie schön... Naja, aber ja, keiner stellt sich so an wie du, merkst du es auch? Es ist mir egal. Ist mir egal, dann stellt sich keiner so an dann wie Markus. Dann macht dir dein Leben doch schwer. Es hat doch keiner so viel Muskeln wie Markus. Also sind wir mal wieder ganz ehrlich hier. Den Award für die besten Vergleiche, den gewinnt Markus definitiv nicht, sondern eher so ein Fisch. Ja, richtig gut, Marc. Richtig guter Vergleich. Bei Michelle und Gigi bahnt sich allerdings dann auch schon direkt wie ein kleiner Streit an, weil, naja, Gigi achtet nicht auf Michelles Nase. Zirkus. Guck, ich sag doch, du brauchst den Streit. Nee. Doch. Es macht mich alles aggressiv. Du, also du brauchst es einfach. Nee, das Problem ist, dass es mich alles aggressiv macht. Das ist es. Was brauchst ich jetzt? Ich dachte, gegen den Arsch kaut. Düm, 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 also er hat sie mit dem Ellenbogen scheinbar leicht berührt. Allerdings ist das eine sehr empfindliche Nase, weil, naja, das erfahren wir jetzt. Neu. Scheiße. Was? Die neue Nase. Ja, Michelle hat sie sich anscheinend machen lassen oder verbessern lassen oder irgendwas hat sie gemacht. Vielleicht wurde sie abgeschraubt und eine neue draufgepackt. Kann auch alles sein. Und die ist jetzt super empfindlich. Gigi achtet nie drauf und alle rasten aus. Die neue Nase, die ist jetzt ab. Ist sie nicht. Es wird wieder alles gut, sie konnte gerettet werden und dann kurz darauf gibt es dann ein kleines Spielchen für alle Kandidaten, was natürlich dann ein bisschen problematisch wird, weil manche Kandidaten haben ja noch Gefühle füreinander. Dafür reihum eine Karte und liest sie laut vor. Endlich, oh, geil. Endlich, ja, hab ich endlich, willkommen. Endlich wieder Gossip, woo. Also Cecilia freut sich anscheinend am meisten. Wir spielen jetzt nämlich eine Runde Wahrheit oder Wahrheit, sprich, erzählt mal die Wahrheit, Leute. Frage deinen Ex. Würdest du gerne noch mal mit mir schlafen? Ah! Ja, ja, also ich habe kein Problem damit, ne? Und Robin so, oh mein Gott, sie liebt mich noch, das ist der Beweis! Denkt man jetzt? Also er denkt es, glaube ich, wirklich. Und Lena so, ja, der Sex war ganz gut, würde ich machen. Ja, wenn sie Bock hat, hat sie Bock. Natürlich will man da mal aufsatteln. Der Sexpartner hattest du. Hast du mir die nochmal erzählt? Spaß. Ich liebe euch. Ja, diese kleinen wundervollen Probleme sind immer richtig schön. Das Gesicht von Gigi sagte auch schon aus, er ist nicht begeistert. Aber Michelle war gar nicht so fleißig, wie zum Beispiel Gigi immer fleißig war. Das Protokoll, es waren 4, damit das klar ist. Allerdings viel wichtiger, erzählt uns dann noch Robin, was ihn am meisten bei Lena jemals verletzt hat. Das wissen wir, glaube ich, alle. Nachgedacht hast, aber mir das nicht mitgeteilt hast und es dann für dich ja einfach quasi so war an dem Tag und
Ja, dass wir darüber vorher nicht geredet haben. Also, dass du mir keine Chance gegeben hast, diese Kleinigkeiten zu ändern. Wie awkward das sein muss, das einfach in dieser Gruppe anzusprechen und alle sitzen da so, wir wollten eigentlich weiter pikante Sex-Stories von Maike hören, aber na gut, dann erfahren wir das jetzt, wie es in Robin vorgeht. Die beiden versuchen das natürlich nochmal zu klären, weil für Robin kam es einfach aus dem Nichts, dass Lena damit Schluss gemacht hat, obwohl sie einfach keine Gefühle mehr für Robin hatte. Wie du es begründet hast, war einfach nicht fair mir gegenüber. Genau dieses Gespräch haben wir bestimmt schon 50 Mal oder 40 Mal geführt. Aber sie weicht einfach kein bisschen so von ihrer Meinung ab. Sie weicht nicht von ihrer Meinung ab, dass sie mich nicht mehr liebt. Ja, und Robin möchte das anscheinend nicht verstehen, obwohl er schon checkt, dass sie schon zum 50. Mal darüber reden. Aber ganz kurz davor ist er vielleicht vor der Lösung. Gib doch einfach mal zu, dass du vielleicht einfach rumvögeln willst oder etwas mit anderen Männern zu tun haben möchtest. Oder ja, das wird sein. Sie trennt sich und dann so, gib doch einfach zu, dass du einfach mit anderen rumvögeln willst. Ja, genau das ist der Grund, Robin. So kriegt man seine Freundin zurück. Oh Gott. Okay, dann so vorher warst du auch nicht so, dass du gleichzeitig Kontakt mit x Männern hast und deine Nummer rumwirfst wie keine Ahnung was. Und auf einmal zack, 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 zack. Weißt du, was vorher der Unterschied war, Robin? Sie war halt vergeben. Jetzt ist sie Single und kann das machen, wie sie will. Single like Pringle, legst du los, ne? Da Robin aber auch empfindet, dass Lena irgendwie ihre ganze Beziehung nicht richtig gut kommuniziert hat oder zu Ende kommuniziert hat, immer noch, warum auch immer, versucht er Lena nochmal klarzumachen, dass es einfach scheiße ist, wie es gelaufen ist und dass sie daran schuld ist, dass es kacke ist. Gut, dass du da besser drüber Bescheid weißt. Ja, ich war dabei. Das möchte ich einfach nur, dass du das für dein zukünftiges Leben auf die Reihe kriegst. Weil sonst wirst du niemals im Leben glücklich werden. Ach Gott, und Lena sind nur wieder so, warum sind wir in diesem Format? Es bringt ja einfach mal gar nichts. Es ist ja einfach nur anstrengend. Und Robin wird irgendwie immer unsympathischer, was das angeht. Also gut, dass die getrennt sind, glaube ich. Wirklich gut. Bei Gigi und Michelle sieht es dann allerdings nicht viel besser aus. Zum Glück sind die schon gesaved. Immer daher kommst du mit, du bist ja kein Engel, du hast auch immer was falsch gemacht. Und ihm einmal was falsch gemacht, ja? Und du hast Millionen Mal was falsch gemacht. Millionen Mal! Wir reden nicht darüber. Und trotzdem! Schrei nicht. Doch! Wir reden nicht darüber. Das ist auch das Allerbeste, wenn Gigi anscheinend schon 1000 Mal für mich fremdgegangen ist und Michelle ihn dann richtig nochmal konfrontiert, weil sie verletzt ist. Und er ist so, hör auf damit, wir haben gesagt, wir reden nicht darüber. Weil Gigi das wahrscheinlich nicht ganz so gerne hört, dass er nicht ganz so unschuldig ist, wie er hofft. Du hast mir nie das angetan in der Beziehung? Nein. Nur weil du mich betrogen hast, hast du mir genug angetan. Ja, aber mich hat das jetzt nicht gestört. Warum stört dich denn das? Fragt sich dann natürlich Gigi. Zu Recht? Ja, und dann wird's immer weirder. Glücklich, wenn du gerade deinen Stolz auf Seite lässt, weil ich... Was für ein Stolz? Lass mich doch ausreden, Mann! Hör auf, immer dagegen zu schlagen! Fuck, Mann, lass mich doch ausreden! Oh Gott, ist das anstrengend, wie sie sich anschreien. Ich meine, okay, das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt haben, mit Ex-Paare treffen aufeinander. Vor allem, war das nicht weird, dass die noch vor ein paar Stunden miteinander rumgeknutscht haben in der Badewanne? Oder war es gestern für die? Ist ja auch egal, das ist irgendwie ein On-Off, was super extrem anstrengend ist. Alles scheiße ist, alles. 99,999% scheiße sind. Bringen Gefühle nichts. Das hätte Lena mal Robin sagen müssen. Es ist 99,999% alles scheiße. Deswegen habe ich es sein gelassen. Vielleicht würde er es dann verstehen. Michelle und Lena, talkt mal miteinander und tauscht mal kurz Partner. Vielleicht raffen die es dann. Wie es dann natürlich weitergeht mit den ganzen Ehekrisen, sehen wir allerdings auch erst in der nächsten Folge. Weil hier endet mal wieder das Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video natürlich trotzdem gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Hier könnt ihr auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.